After Virgon buried their nukes, the leaders of the 12 colonies promised we would never see war of that scale again. Peace would reign in our lifetime, and the lifetimes of our children. They could not have predicted the Cylon Rebellion less than 30 years later. The worst conflict in colonial history, and we are at a stalemate. No foothold gained that isn't lost again within weeks. The Jupiter Project was supposed to be our ace in the hole, the largest, most powerful battle stars ever created. Each of the 12 colonies were promised one, in return for signing the Articles of Colonization. First, Galactica was Caprica's crowning glory. It went missing 2 weeks after deployment. Athena, the fifth ship to be completed, belongs to PyCon. We were days away from delivering it when we heard the news. PyCon's capital cities were devastated by Cylon assault fleets. Among them, our own Colonial Fleet headquarters. There was no chance to intervene. Command of Colonial Fleet has fallen to Rear Admiral Kane. Our mobile shipyard, Daedalus, has become the ad hoc fleet headquarters. As Kane's XO aboard Daedalus, you have been promoted to Operations Commander of the entire Colonial Fleet. Kane intends immediate retaliation for the attack on PyCon. The War Room awaits your arrival, Commander. PyCon's Battlestar is almost ready to deliver, but Sinan says it can't make an independent jump until the fuel lines have stabilized. Kane's orders are to jump Daedalus to PyCon with the Battlestar Athena attached ASAP. That means we have to clear the scouts here or risk telegraphing our movements to the entire Cylon fleet. I'll prep the deck crews for the jump while you deal with the toasters. Good hunting, Commander. Und damit willkommen zu einem neuen Let's Play. Einige haben vielleicht von euch schon das Video zu Stargate Timekeepers gesehen, eine Serie, die mich sehr gefesselt hat. Und hier ist eine zweite Serie, zu dem es tatsächlich auch ein Spiel gibt, Battlestar Galactica, und zwar nennt sich das Spiel Battlestar Galactica Deadlock. Das gibt es schon länger, trotzdem habe ich gedacht, ich muss da mal reinschnuppern. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Mission und schauen mal, was das Spiel alles so kann. Grafisch hat es mich jetzt schon für sein Alter, ich würde sagen, schon so ein bisschen überzeugt. It's time to make our presence known in this war, Commander. I trust you won't need my instruction twice. Tell your ships to move full speed towards the enemy. Okay. Full speed. Ja, das ist also die Ansicht. Das ist tatsächlich ein rundenbasiertes Taktikspiel. Klicken Sie auf die Projektion einer Einheit, um diese zu bewegen. Also, dann wollen wir das nochmal tun. Full Speed Richtung Enemy. Ich nehme an, da vorne ist der Enemy. Proceed when you're confident with your commands. Wenn I'm confident, I'm confident. Aha, hier kann man die Höhe wechseln. Aber auch begrenzt. Also es ist jetzt nicht komplett wie im Weltraum möglich, alle Himmelsrichtungen. Ich glaube, das ist auch dafür da, um das alles ein bisschen einfacher zu gestalten. Our ships use fire control systems to automatically target and fire on any hostiles that move within range. Turrets will be less accurate the smaller or further away their target is.
You can access a ship's fire control and check on its firing solutions for yourself. Also weiter auf den Feind zu. Ui. So. Ungefähr in der gleichen Höhe. So say we all. I can click on the ship. Aha. Türme. Kann also nur nach vorne und nach hinten schießen. Das ist ja sehr bescheiden. Aber wir sind ja auch noch am Anfang. Wer weiß, was da noch alles kommt. Ja, das ist mein Gegner. Kann ich noch was machen? Einsatz Lenkraketen. Die kann ich noch nicht abfeuern. Okay. Dann gehen wir doch mal hier zu meinem zweiten Schiff und korrigieren leicht den Kurs in Richtung Gegner. Und Türme, gezieltes Feuer, Gegner. Los geht's. Ja, hier bin ich schon aus dem Feuer. Ui, Sir, da kommt noch einer. Dreadis-Kontakt. Da war ich eben schon aus der Feuerreichweite raus hier. The contact is a silent corvette. Scanning for further intelligence. Also ein bisschen aufpassen. Da würde ich vorschlagen. So. Understood. Du. Ah, da gibt's eine Kollision. Du bleibst mal hier. Nehmen wir mal stark an, solange das grün bleibt. Gibt es auch keine Kollision. Ich könnte ja trotzdem hier so ein bisschen hoch. Ja. Ja, komm schon. Warum kann ich jetzt hier nicht die Waffen neu ausrichten? Ich kann gerade gar nichts machen. Aufgehängt. So, das reagiert. Hier reagiert es auch, aber hier reagiert es gar nicht. Was falsch gemacht? Okay. Der fliegt hier weiter dahin. Also lassen wir unser Schiff mal hier so fliegen. Yes, sir. So, und du? Du fliegst einfach mal so. Dann sind wir ja hier frei. Nein, will er auch nicht. Ja, was ist denn? Habe ich was vergessen? Ach so. Ahahaha. These Cylon Corvettes won't hold up to sustained fire. Focus your turrets on one side. Man muss auch lesen, Freunde. Man muss auch lesen. Das hilft manchmal ungemein. Useful for softening a target before closing in for the kill. Lenkrakete feuern. Understood. Okay. Die Türme feuern weiter. Ja, sieht so aus. Gott, aber da muss ich wohl, habe ich gerade gesehen, hier noch so ein bisschen weiter rum, damit auch meine Türme feuern können. Und du da nimmst dann mal den anderen unter Feuer auf derselben Höhe. Yes, sir. Türme.
Zielen abbrechen. Gezieltes Feuer. Nein. Den da. Und dem geben wir auch direkt mal die Lenkraketen. Bin ich mal gespannt. So, dann suchen wir uns noch eine schöne Optik. Zug beenden. Missiles incoming! Oh, der hier kriegt aber viel ab jetzt. Commander, your ships don't seem to be performing as well as they should. They may have system damage. Was soll das denn heißen, bitte? Wir performen nicht, wie wir sollen. Nachladen 3 Runden. Subsysteme. Reparieren. Fertig. I'll see to their comprehensive repair once you've finished with your engagement. Du fliegst mal hier weiter so. Zielen muss ich ja nicht. Reparieren auch nicht, weil du hast ja nichts abgekriegt. Subsystem is back online. Sehr gut. Taktische Karte. Okay. Hier ist wohl die Station. Kann die was? Die kann ich hier auch auswählen. Türme. Geschwader. Alle Geschwader starten. Na ja, klar, machen wir das. So. Du gehst mal ein bisschen runter, weil der hier ist eindeutig tiefer als wir. Und hier gehen wir mal mit Full Speed hinterher. Yes, Commander. Gut, das ist jetzt so eine Art Tutorial. Da kann man, glaube ich, noch nicht viel Action erwarten. Oh nein, der dreht weg. Ich fliege hier hin, der dreht dahin. Noch tiefer. Nee. So. So. Ja, dann passt das auch. Understood. So, dann habe ich ja jetzt hier die Geschwader. Was können die? Ziel auswählen. Oh, ein Geschwader dahin. Squadron target is confirmed. Und das andere Geschwader auf den anderen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Jetzt dreht der wieder zurück. Ich krieg ja die Krise. Da kommen sie. Die kleinen Schiffchen. Kommen wir da näher ran? Nee. So, aber... Und Lenkraketen. Sind ja jetzt wieder nachgeladen. Understood. Volle Breitseite. Oh, das Spiel, das glaube ich, Papam, zerstört. Sehr schön. Da hinten. Warum mal Fullspeed? Der ist noch nicht. Nicht viel, das ist der und der, der dreht wahrscheinlich schon wieder um. Aber den schicken wir natürlich jetzt auch noch zu dem Ziel. Ich glaube, das Spiel kann in großen Schlachten mit vielen Schiffen und kann das schon, da kann, glaube ich, ein taktischer Fehler kann da verheerende Folgen haben. Platz du? Komm, du hast meine Jäger am Arsch. Yes, sir. Bin ich aus der Feuerreichweite raus? Ja, der ist aus der Feuerreichweite raus. Hm.
Kann ich denn irgendwie, was ist denn hier? Turbotriebwerke? Klicken wir einfach mal gucken, was passiert. Na, da ist er geplatzt. Wunderbar. All hostile contacts are down. We recorded a vid feed of the battle, if the commander would like to replay the fleet's performance. Jawohl. Haben wir die, wo auch immer wir gerade sind, gerettet. Genauigkeit 65%. Ja, dafür kann ich aber nichts, wenn die nicht besser treffen. Zerstörte feindliche Schiffe 1. Waren es nicht 2? Noch 2? Nee, ich möchte nicht wiederholen. Herrgott. Fortfahren möchte ich. Congratulations, Commander. Danke. But we still have work to do. Ja, das kann sein. Das hier ist die Karte. Lockengruppe Daedalus. Daedalus. Was haben wir hier? Kapitel 2. Athena. Athena, Athena. Okay. Ich glaube, ich mache hier mal einen kurzen Break. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Ob ich dazu nicht auch noch ein Let's Play starten soll. Ich glaube nämlich, das kann richtig später raus in den weiterführenden Missionen richtig extrem spannend werden. Ich glaube, da ist richtig was los. In großen Schlachten, da muss man wohl extrem aufpassen. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich richte mich da nach euch. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis dahin.